Die L38 als Landesstraße ist bei manchen Fahrzeugbesitzern sehr beliebt. Immerhin kann man da schon mal aufs Gas drücken. Dabei ist aber für Fußgänger erhöhtes Gefahrenpotenzial gegeben. Ein sicherer Gehweg fehlt beispielsweise im Bereich der Bushaltestelle und beim Zugang zur Reitarena in Igls. Fußgänger, Kinder oder Rollstuhlfahrer sind hier ungesichert entlang der Straße unterwegs. Eine entsprechende Lösung wäre politisch eigentlich koordiniert. Die Lösungen sind bereits am Tisch, nur werden sie nicht umgesetzt von der Frau Bürgermeisterin. Es gibt eine klare Aussage des Stadtsenats. Der Stadtsenat steht voll hinter mir, beziehungsweise hinter diesem Bescheid, hinter diesem Antrag vom 14. Juli 2011. Also es ist schon ein bisschen Zeit her, dass man endlich diesen Gehsteig hier macht. Das kostet ungefähr 75.000 Euro mit Beleuchtung. Es ist untragbar für die Kinder und für die Jugendlichen, die mit dem Bus kommen, die da runtergehen oder auch zum Teil eben mit Rollstuhl, weil wir ja Behindertenreiten auch haben. Es ist so gefährlich und ich verstehe einfach nicht, warum das nicht umgesetzt wird. In der Stadtsenatssitzung vom 7. Dezember 2012 wurde der Amtsbericht zur Kenntnis genommen. Die Errichtung des Gehsteiges wird in die Prioritätenreihung aufgenommen und der damalige Bürgermeisterstellvertreter Franz Gruber sollte noch Gespräche mit der IKB AG betreffend der Beleuchtung führen. Umgesetzt wurde das Projekt aber noch immer nicht. Wobei neben der politischen Zustimmung auch die Nachbarn und Mitgrundeigentümer von diesem Projekt überzeugt sind. Der Nachbar, der ist voll in Ordnung, der hat auch dementsprechend alles mit dem Tiefbeamt, mit dem Herrn Dr. Zimmeter ausgemacht und das ist eigentlich alles so besprochen, wie jeder das sich vorgestellt hat. Da gibt es überhaupt keine Differenzen. Ich finde es einfach eine Unmöglichkeit, dass die Bürgermeisterin hier nicht weitermacht und dass sie den Stadtsenat pflanzt, auf Deutsch gesagt. Der Stadtsenat, die Mitglieder stehen hinter dieser klaren, hinter diesem Antrag, damit eben hier dementsprechend was gemacht wird. Und es passiert nichts. Und da muss ich ganz offen sagen, ich verstehe es nicht. Sie soll mir oder der Öffentlichkeit erklären, wieso sie das nicht macht. Auf der anderen Seite, wenn man runterfährt nach Innsbruck, Glueschek, dort wurde in kürzester Zeit, damals für die Migrantenkinder, die unten in Bertholdshof gewohnt haben, eine Haltestelle gemacht mit Beleuchtung und ein Gehweg hinunter, damit die Kinder durch den Wald gefahrlos raufgehen konnten, was in Ordnung war. Dort ist es schnell gegangen, da nicht. Ja, was haben wir denn? Die Positionierung Igls als Naherholungsgebiet, die hohe Frequenz in der Reitarena, die Aufnahme der Reitarena ins Programm des Ferienzuges. Zahlreiche Argumente sprechen für die Sicherung der Fußgänger entlang der Straße. Die Hoffnung auf eine baldige Realisierung hat der Innsbrucker Landtagsabgeordnete noch nicht aufgegeben. Ja, ich kann halt weiterhin darauf bestehen, dass dieser Antrag bereits im Stadtsenat beschlossen worden ist. Ich kann nur appellieren an die Stadtsenatsmitglieder, an alle Parteien, dass sie mir helfen, dass hier das gemacht wird. Es geht ja nicht um mich, es geht um die Sicherheit der Kinder. Und ich werde weiterhin Druck ausüben, solange ich kann. Und ich bin davon überzeugt, dass dieser Gehsteig in Bälde gebaut wird. Tirol TV wird weiter über den Verlauf des Projektes informieren.